So Leute, ich bin's mal wieder, ja, Flassi, zurück bei Pokémon Alpha Saphir und wir befinden uns immer noch auf dieser scheinbar endlosen Route mit unserem äußerst albernen, aussehenden Item-Detektor, aber ist vollkommen egal. Wir machen jetzt einfach weiter auf dieser Route und schauen mal, was uns erwartet. Nämlich erstmal ein wildes Pokémon. Ein Wingull, haben wir nicht? Warte mal. Wir haben Wingull? Wir haben ein Wingull? Okay. Ich weiß bereits, wie deine Strategie aussehen wird. Es ist praktisch unmöglich, dass ich verliere. Ich glaube, ich werde nämlich gleich meinen Klurex dann gegen das Wingull austauschen. Ja, klar. Das ist doch sinniger. Ich glaube, ein Pelipper ist ein bisschen stärker als ein Schwalboss. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Oder? Weiß nicht unbedingt, aber ist halt ein Doppeltypen und ist dann halt ein guter Konter gegen Feuer und gegen Pflanze auch zusätzlich noch. Ja. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Ich überleg's mir noch, ob ich das Wingull mit reinnehme. Ja, ich glaube, ich nehme es mit rein. Anstatt Klurex. Ja, ich glaube, Klurex muss dann mal auf die Bank. Aber mal schauen. Mal schauen, wann sich, auf welchem Level das ist und weil Klurex hat mir ja bisher doch ganz gute Dienste erweist und ich weiß nicht. Wenn, dann muss ich halt das Wingull hochtrainieren noch, also hochziehen. Worauf es vermutlich hinauslaufen wird, aber ist ja egal. Route 110 Malvin Froh City geradeaus. Okay, dann kämpfen wir noch gegen den hier. Hey, was fällt dir ein, mich einfach so anzusprechen? Du siehst doch, dass ich gerade am Angeln bin. Okay, das tut mir sehr leid, mein lieber Herr. Aber ich muss dich jetzt stören und dich besiegen. Tut mir sorry. Zwar ungern, aber es muss sein. So, und dann haben wir hier ein Tentacha vor uns stehen, welches natürlich mit einer Laubklinge relativ schnell besiegt sein sollte. Wobei es das aushalten könnte, weil es halt noch den Gifttypen zusätzlich hat. Und das ist nicht so schön. Weil ein Gifttyp ist halt ein Konter gegen Pflanze. Genau. Daher. Ist Tentacha eigentlich, hat Tentacha eigentlich auch einen ziemlich guten Typ. Aber das ist halt auch effektiv, beziehungsweise anfällig gegen Bodentypen. Aber das, darauf hat es ja auch die Antwort mit seinen Wasserattacken. Naja. Kreideschrei. Puh. Kann ich gar nicht brauchen, um ehrlich zu sein. Nee, er brauche ich sowas wie Aufruhr. Nein. Okay, Nazofene reicht Level 13. Kratzfurie. Das klingt vielversprechender anstatt Härtner. Der olle Härtner, der kam weg. Braucht niemand. Okay, ich besiege den Angler. Und das ist wundervoll. So, dann sprechen wir mit dem Kleinen mal hier. Wäre das nicht ein Spaß, mit deinem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Oh ja. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Okay. Ja, da hast du recht. Das ist wahr. Doch, ja. So, wir holen uns jetzt die ganzen Yonago-Bären. Brauchen wir eh nicht, aber... haben wir sie halt. Haben sie halt im Inventar. Ist ja nicht mehr so wie früher in den ersten beiden Generationen, dass das Inventar noch begrenzt ist. Das wäre ziemlich scheiße. Um ehrlich zu sein. Ja, die ersten Generationen waren ein bisschen blöd. Muss man schon sagen. So, wer bist du denn? Die Empfangsdame war früher mal eine Profi-Retterin. Alle nannten sie nur den Wind von Malvin Froh. Zu Fuß kann man den Radweg doch gar nicht genießen. Komm auf einem Fahrrad wieder. Das Modell spielt dabei keine Rolle. Achso, das ist nur der Fahrradweg. Ich dachte, das wäre jetzt schon der Fahrradladen. Aber der Fahrradladen ist, glaube ich, aus Malvin Froh City direkt. Wo geht's denn hier lang? Das sieht interessant aus. Okay, Malvin Froh hat sich verändert. Wow, das ist also Malvin Froh City. Haha, der scheint dir zu gefallen. Was sagst du, wollen wir uns in der Gastromeile Malvin Froh einen kleinen Imbiss besorgen? Oder doch lieber ein Fahrrad aus Rattlers Rattlern? Ein bisschen Sport hätte dir gut. Nein, zuerst will ich mein Glück in der Arena versuchen. What? Mal sehen, wo ist hier die Arena? Aha, verstehe. Einfach geradeaus, direkt hinter dem Garten in der Mitte der Stadt. Okay, aber Heiko. Okay.
wusste gar nicht, dass Heiko mehr so aktiv war, aber ich glaube, das ist nur hier so, oder? Alter, ist Malvenfroh riesig? Ist Malvenfroh hier die riesigste Stadt der Welt, oder was? Malvenfroh ist zum einen... zu was ist Malvenfroh City bitte mutiert? Halleluja. Wow. Malvenfroh City ist ungewohnt groß. Hände auf, keine Widerrede. Floyd Nugget. So, jetzt bin ich es endlich los. Dieses Ding war einfach viel zu schwer für mich. Mach mit dem Nugget, was du willst. Hauptsache, ich muss es nicht mehr mit mir durch die Gegend schleppen. Ich fühle mich plötzlich so leicht. Okay, Nuggets sind immer dazu da, dass man sie verkaufen kann halt. Zu mehr sind die nicht zu gebrauchen. Okay, es ist echt... Wow, Malvenfroh ist echt riesig. Ja gut, ich würde sagen, wir sprechen erstmal mit allen NPCs hier oben, wa? Oh. Wer würde sich so auf so ein Ding setzen, wenn man doch auf einem echten Pokémon reiten kann? Eine täuschend echte Nachbildung eines Pokémon, der als Gefährt benutzt werden kann. Jemand hat eine Nachricht an dem Rihorn-Mobil angebracht. Ihr zufolge wäre es gerade repariert, schade. Aber das geht ja tatsächlich in X und Y, dass man auf den Pokémon reiten kann. Da, schau mal. Oh. Ach, ich wäre selber gerne ein Schwalbini. Es muss ein tolles Gefühl sein, so hoch oben in der Luft den Wind im Gefieder zu spüren. Aber sichi. Nee, hör auf. Hey, nicht so schnell bei Fuß. Ich zähle mich zwar noch nicht zum alten Eisen, doch die Zeit geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Meine alten Knochen wollen einfach nicht mehr wie früher, also bin ich hierher gekommen, um mein Enkel und sein Pfiffchen in aller Ruhe beim Herumtollen zuzusehen. Ach ja. Der alte Mann weiß, wie er alles kann. Bis vor kurzem war ich noch Student und habe oft die Vorlesung geschwänzt, um hier herumzulungern. Jetzt arbeite ich und kann mir sowas nicht mehr erlauben, so sehr es mir auch weh tut. Hey, nicht schwänzen. Ach ja, die Pokémon-Wettbewerbe, vielleicht sollte ich auch mal an einem teilnehmen. Na, Minun, bist du dieser Idee gegenüber positiv eingestellt? Minun, nein. Okay. Psst, schau mal da drüben. Das Mädchen und sein Pokémon. Zwei Namen mir mit ihrer wehmütigen Schönheit völlig den Kopf verdreht. Kaum zu glauben, dass außer mir noch niemand den wahren Wert dieser zwei ungeschliffenen Diamanten erkannt hat. Sie haben eindeutig das Zeug zum Wettbewerbstar. Aber Moment mal. Was in meinen müden Augen da? In dir schlummert ja ebenfalls großes Talent. In der Tat, sehr vielversprechend. Ich sehe es als meine Pflicht an, die zur Teilnahme an einem Pokémon-Wettbewerb zu drängen. Warum habe ich den eigentlich noch geflüstert? Am Anfang war es ja noch okay, aber jetzt, denn gegen Ende war es dumm. Echt jetzt kein Witz? Du zahlst alles, was ich esse? Na klar, hau rein. Du bist jetzt schließlich ein Ass-Trainer. Das muss gefeiert werden. Worauf hast du Hunger? Auf ein Dorf-Sandwich oder auf Magnetilo-Bällchen? Iss so viel du willst. Das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Guten Appetit und leb wohl. Dies wird unser letztes gemeinsames Essen sein. Wenn du dein ganzes Leben mit mir verbringst, bremse ich deine Karriere als Ass-Trainer nur unnötig. Deshalb muss ich dich verlassen. Aber... Okay. Echt? Heute ist ja eigentlich mein freier Tag, aber wenn ich dran denke, was mir morgen auf der Arbeit wieder blüht, krieg ich Kopfweh. Ja, genau so redet er. Vor langer, langer Zeit, als ich noch in Seewoge Malvenfroh angestellt war, gab es einen Zwischenfall, der mir bis heute nicht loslässt. Einer meiner untergeordneten Mitarbeiter hatte sich einen Chromschnitz erlaubt und ich musste ihn feuern. Doch dann, als er bereits in der Welt lang nicht mehr bei uns gearbeitet hat, traf plötzlich ein Paket für ihn ein. Laut Absender stammt es von seiner Frau. Offenbar hatte sie ihren Gatten, der in weiter Ferne alleine für die Familie die Brötchen verdiente, etwas Gutes zukommen lassen. Dem Poststempel zufolge muss das Paket jedoch lange nach seiner Entlassung abgeschickt worden sein. Er hatte ganz offensichtlich nicht den Mut aufgebracht, ihr die Wahrheit zu sagen, und sie lebte seine Familie weiter im Glauben, dass er jeden Tag bei uns arbeitete. Diese Geschichte macht mich heute noch völlig fertig. Ja, eigentlich relativ traurig, wenn man das so sieht. Es gibt doch nichts Besseres als ein Sonnenbad, um Energie zu tanken. Da würde mir jedes Pflanzen-Pokémon sofort zustimmen, aber in meinem Alter habe ich da leicht reden. Ich kann mir hier nur so unbesorgt die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, weil ich längst aufgehört habe, mir über Falten den Kopf zu zerbrechen. Wenn ich zum Himmel hochschaue und die Wolken beobachte, stelle ich mir immer vor, wie das wohl wäre, wenn ich einfach auf ein Pokémon hüpfen und mit ihm durch die Lüfte sausen würde. Ja, das wäre ein schönes Gefühl.
Nun lass dir von einer Alpenfrau einen Rat geben. Sei immer freundlich zu anderen. Los, sitze über das PSS-O-Kräfte ein. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn du andere glücklich machst, wirst du selbst auch glücklich. Ja, da kann ich dir zustimmen. Doch, das ist tatsächlich wahr. So, was hast du zu sagen? Psst, hör mal her, Kleiner. Ich bin im Besitz eines Metronoms, das früher mal von einem unfassbar berühmten Musiker benutzt wurde. Weil du es bist, mach ich dir in so ein Angebot für gerade mal 1000 Poké-Dollar. Gehört es dir Schellack zu? Komm, wir haben's. Wir haben das Metronom, also. Wir haben's, Dicke. Eine gute Entscheidung. Ich werde es dir schenken, aber du weißt ja, wie es in der Welt so läuft. Ohne Moostix los, gibt das Metronom ein Pokémon zum Tragen, wenn es dann ein und dieselbe Attacke mehrmals nacheinander einsetzt, steigt eine Weile lang mit jedem Einsatz ihre Stärke. Mit anderen Worten, halt drauf, was Zeug hält. Oh, fast hätte ich's vergessen. Der unfassbare berühmte Musiker, von dem ich geredet habe, bin ich selbst. Neuestens fahren die Leute so auf meine Musik ab, dass ich nur noch in dieser Aufmachung vor die Tür gehen kann, wenn ich nicht vor einem Fenster kämpfen will. Dabei habe ich so gut wie keine Fernsehauftritte gehabt. Berühmt zu sein, ist schon ein schweres Los. Mwahaha. Ekelhafter Kerl, aber egal. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die unteren Geschosse. Oh, ich darf hier auch jedes Treppenhaus ablaufen, ne? Lass mich nicht so anmeldet an. Ich bin hier auf der Suche nach einem Pokémon namens Genesect, das Hoppla. Er vergisst einfach, was ich gerade gesagt habe, okay. Na gut, wenn du meinst. Okay, dann vergesse ich's halt. Alter, hier mit jedem NPC zu quatschen, könnte anstrengend werden. Pokémon-Kämpfe sind natürlich ein wichtiger Bestandteil des Alltags eines Trainers, aber wenn eins deiner Pokémon im Gefecht verletzt wird, musst du es auch mit viel Liebe wieder gesund pflegen. Genau. Höhenshaus der Prüfung. Kampfprüflinge, willkommen. Da gehe ich kurz mal rein, weil da gibt's ein wichtiges Item. Hey Trainer, einen Moment bitte. Du bist ein echtes Talent, das sieht man dir auf den ersten Blick an. Hier, das ist für dich. Greif einfach zu und schweig. Genau, das wollte ich auch nur. Dankeschön. Das ist eine Kampfkamera. Mit der kannst du Kämpfe gegen Freunde oder Kämpfe in bestimmten Einrichtungen aufzeichnen. Ein echtes Hightech-Gerät. Im Lahm müsst du dafür ordentlich in die Tasche greifen, aber ich möchte nichts von dir dafür. Wenn die Leute Wind davon bekommen, dass jemand von deinem Format eine Kampfkamera seine eigen nennt, legen sie vielleicht mehr Leute ein dazu. Das bringt Schwung ins Geschäft, verstehst du? Vielleicht machen wir mal die Prüfung im Kampfhaus irgendwann, aber jetzt nicht. An einer Kampfprüfung kann man erst teilnehmen, wenn man stärker ist als der Champ. Kampfprüfungen werden übrigens nicht nur in Höhen, sondern in vielen verschiedenen Regionen abgehalten. Das bedeutet also, dass es auf diesem Planeten viele, viele Trainer geben muss, die stärker sind als der Champ ihrer Heimatregion. Ich frage mich, wie die Trainer aus Höhen im Vergleich zu Trainern aus anderen Regionen wohl so abschneiden. Machen wir vielleicht mal nach der Arena. Im Alvenfrosch City gibt es 3 Orte, an denen Pokémon Attacken beigebracht werden können. Glück dir, der Fang eines seltenen Pokémon, solltest du diesen Ort unbedingt einen Besuch abstatten. Selbst wenn ich alles anwende, was ich gelernt habe, ist die Kampfprüfung immer noch sehr schwierig. Ach, geheime Attacken kriegen wir hier wahrscheinlich dann im Alvenfroh. Am Alvenfroh ist echt riesig geworden, das muss man den schon lassen. Das ist echt, boah, unfassbar riesig. Was ist das denn? Malvenfroh TV, die konkurrenzlose Nummer 1 im Sendegebiet Höhen. Ich bin die dritte Edition der 4 Kompassschwestern. Nördlich von hier liegt Route 111. Wenn du zum Schlurberg willst, bist du hier auf der richtigen Fährte. Ich möchte noch nicht. Nee. Och, bitte, Onkel, bitte. Ach so, da ist die Arena. Okay. Okay. Ich will wissen, wie stark ich geworden bin. Dafür muss ich einfach in diese Arena antreten. Bitte, darf ich? Bitte. Warum musst du mal alles überstürzen, Heiko? Seit du dein Leben dem Pokémon widmest, geht es dir viel besser, daran besteht kein Zweifel. Aber übernimm dich doch nicht gleich wieder, indem du plötzlich in eine Arena antrittst. Ach, ich übernehme mich schon nicht. Solange Trassler mir hilft, besiege ich jeden. Oh, hi Flo. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Trassler und ich viel stärker geworden. Mir liegt viel daran, dass du und mein Onkel das versteht. Deshalb meine Bitte, kämpfe gegen mich, Flo. Na gut. Vielen Dank. Okay, fangen wir gleich an. Gib alles, Trassler, wir müssen einfach gewinnen. Ich werde ihn so auseinandernehmen, es tut mir voll leid, Heiko. Och Mensch, Heiko. Muss das wirklich sein? Ich weiß ja nicht. Halleluja, ein armes Trassler, Mann. Aber Heiko wird später richtig stark, das kann man auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Ich weiß gar nicht, macht das später zum Gardevoir oder zum Galagladi? Bestimmt zum Galagladi, oder? Weil es hier ja jetzt das Mega-Galagladi gibt. Wäre das irgendwie die logischere Variante?
Ja, okay, setz ein olles Zauberblatt gegen mich ein, ist mir relativ wurscht. Bringt eh nicht so viel gegen mich. Ich setz nochmal eine Zornklinge ein. Warum bringt das eigentlich nur halb so viel? Was ist Trasslime für ein Typ? Das ist doch nur Psycho. Käfer ist doch auf Psycho sehr effektiv, oder nicht? Steht aber nicht da. Ach klar, das ist noch Fee geworden, ne? Mhm. Ja, stimmt, okay. Okay, achso, Fee ist, also, Käfer ist auf Fee nicht sehr effektiv, okay. Wow, Flo, du bist so stark wie irgendwie. Ja, das bin ich. Ich habe mich kein bisschen verändert. Also doch, schon, ich bin noch stärker geworden. Okay, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Flo. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mal dazu, ein guter Trainer zu sein. Sei doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heiko. Was hält dich davon ab, nach und nach stärker zu werden? Richtig, nichts. Komm, lass uns nach Hause gehen. Da warten schon alle auf dich. In Ordnung. Flo. Ich werde viel stärker. Durch diesen einen Kampf ist mir so viel klar geworden. Ich beginne zu versuchen, was ich Trasslau mir zumuten kann und was nicht. Deswegen möchte ich dich um etwas bitten. Bitte erkenne mich als dein Rival. Ach, ich rede schon wieder dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Ach mein Scheiko ist irgendwie süß. Bis demnächst. Jetzt einmal das mir so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Dass es Heiko so ein zuversichtlicher Junge geworden ist, verdankt er allein dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Zertrümmerer ist doch was. Ist auch ordentlich. Okay, wenn ihr unterwegs rissige Felsen dem Weg versperren, wird dir die Attacke Zertrümmerer dem Weg ebnen. So, ich verabschiede mich dann langsam. Ich schau bei Gelegenheit mal bei uns im Wiesenflur vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und Heiko natürlich auch. Also mach's gut. Werden wir irgendwann mal wieder tun. Aber erstmal nicht. Dort ist die Arena. Dort ist ein Biker. Der erste Stock dieses Gebäudes ist eine Privatresidenz. Wie man das wohl an eine Wohnung kommt. Wahrscheinlich nur mit einer ordentlichen Portion Vitamin B. Wie immer eben. Leider war. In ganz Hohen gibt es keinen zweiten Ort, an dem man so gut abschalten kann wie hier. Was denn das? Oh, Kundschaft, wir bieten hier Reflexzonenmassage für deine Pokémon an, weißt du? Was sagst du, soll ich dein Reptil mal so richtig schön durchkneten? Nee. Alles klar, du bist der Boss, du weißt ja, wo ich bin. Wenn du es dir anders überlegst. Okay. Erstmal nicht. So, was bietest du an? Möchtest du Pokémon gegen Preise tauschen? Nö. Was auch immer das ist. Ich möchte es erstmal nicht. So, oh, willkommen. Ich betreibe hier einen Fachhandel für seltene Spiegel, aber ich habe leider so gut wie keine Waren im Angebot. Hauptsächlich stelle ich hier unidentifizierbaren Krempel aus, den mein Gatte angeschleppt hat. Ihm zufolge kann dieser Spiegel hier zum Beispiel auf die drei Pokémon Boreas, Voltolos und Demeteros angewendet werden, aber ich bin ja da eher skeptisch. Wenn wir die bekommen, dann würde ich das auch gerne machen. Ich bin die älteste der vier Kompa-Schwestern, westlich von hier liegt Route 117. Da findest du die Pokémon-Pension, wo du deine Pokémon-Pflege geben kannst. Aber eigentlich ist das hier eigentlich relativ übersichtlich gestaltet. Eigentlich wollte ich in diesem Laden ja ein Band für das Pokémon einer Frau kaufen, aber bei den Wucherpreisen überlegt man sich das natürlich zweimal. Willkommen in der Banner Boutique, Beuteschneider. Was darf es heute sein, Beuteschneider? Halsabschneider wohl eher? Nö, öh. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, was befindet sich hier? Kommt man in das Mittlere, ne? Das Mittlere möchte man noch nicht erforschen. Ich erforsche erstmal außerhalb. Früher habe ich hier mal ein Geschäft betrieben, doch aus verschiedenen Gründen muss ich schließen. Ich habe hier aber noch einige unserer Preise von früher. Kannst du damit etwas anfangen? Sicher. Eine Gag-Abo-Puppe, okay. Und eine Flamly-Puppe und vermutlich eine Hydrobi-Puppe und keine Ahnung, Puppe. Oh, vielen Dank. Endlich bekommen diese Pokémon-Puppen ein Zuhause. Sehr, sehr gerne. Hier ist Rattlers Rattlern, glaube ich, irgendwie. Oder? Keine Ahnung. Das ist ein Item. Ich bin ein bisschen verwirrt hier auf dieser Route, also beziehungsweise in dieser Stadt. Ich war noch nie in der Stadt verwirrt, aber jetzt bin ich das erste Mal. Halleluja. Malvenfroh ist eine sehr fahrerfreundliche Stadt. Der Radweg ist nur ein paar Petalumdrehungen weit weg
und es gibt hier jede Menge Fahrradabstellplätze. Ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Hier unten war ich auch schon. Nee, da wollte ich jetzt nicht rein. Erstmal wieder raus. Wir reden jetzt noch mit den zwei Flitzpiepen daneben und dann beende ich den Part. Ich bin die Jüngste der vier Kombat-Schwestern südlich von hier, liegt Route 110. Auf dieser besonderen Route findest du unter anderem den Radweg und das Rätselhaus. Die Straßen dieser Stadt führen in alle Himmelsrichtungen nach Norden, Süden, Westen und Osten. Deshalb reisen hier auch so viele verschiedene Leute durch. Ich merke das schon. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir aber erstmal den Part und erkunden im nächsten Part Malvenfro City weiter. Die Stadt ist riesig. Mal schauen, was wir so erreichen. Auf jeden Fall, Shizukowski, bis zum nächsten Part. Euer Philosophy. Bye bye.